Hallöle Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind auf der MSN und wir machen jetzt noch ein bisschen Zimmerservice hier. Na, habt ihr alle Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Fräulein, ich hätte gerne etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte. Ich gebe dir gleich mal eine Vanilleschnitte. Nee. Für wen hält die mich denn? Rein hier. Na? Ah, oh, guck ihn dir an! Knuddel, Knuddel, der hat richtig Spaß. Na? Mein Knuddel und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Oh, das ist niedlich. Na du? Ach, so eine Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir können die ganze Sache mit Abra auch ziemlich abkürzen. Und wir haben doch noch 5 Sonderbonbons oder so. Und die haben einfach von Professor Eich geschenkt gekriegt. Also, 3 sind's okay, aber komm. Das machst du jetzt einfach so. Und dann ist ruhig. Dann ist richtig gut. Fertig. Nanu, Abra entwickelt sich. Kadabra! Glückwunsch, du hast jetzt ein Kadabra. Hey, hey. Und das kann man auch nicht angreifen, richtig? Richtig. Für Kadabra wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Viele seltsame Dinge passieren, wenn ein Kadabra in der Nähe ist. Uhren laufen zum Beispiel rückwärts. Kadabra erlernt Psi-Kraft. Das ist nicht zum Angreifen, richtig? Gut, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So, Kadabra, dann fliegst du auch direkt wieder aus dem Team raus. Weil jetzt haben wir immerhin Kadabra. Pokémon Box. Kadabra, weil irgendwie will ich den doch nicht im Team haben. Aus Team entfernen. Tschüss. Und dann bewegen wir dich mal und tauschen dich mit... wir könnten uns... Wir haben Hornlio, Bibor und Kokuna, haben wir alle schon. Wir haben aber noch kein Smetbo. Das heißt, wir könnten theoretisch erstmal Safcon leveln. Bis Level 10, dann haben wir schon mal ein Smetbo. Ja, den wollte ich aber schon ins Team reinnehmen, nicht nur auf diese Stelle ziehen. Also da einmal mit rein. Bitteschön. Dann holt er sich jetzt noch ein bisschen EP nebenher. Und wenn er Level 10 ist, haben wir auch noch ein Smetbo. Dann kriegen wir den Pokédex langsam ein bisschen voller. Das ist doch auch nicht schlecht. So, nächstes Zimmer. Hallo, ich bin's, die Trudi. Oh, Hallöchen. Meine Pokémon stammen aus aller Welt. Das musst du dir ansehen. Willst du mal meinen Safcon sehen? Mein Safcon ist ein ganz besonderes Safcon. Es kann nämlich nur Härtner. Na gut, es ist jetzt nicht so besonders, aber... Ah, aus aller Welt. Schau es dir an. Ein Taubsi. Ein Allerwelts-Pokémon. Ich meine, das ist nicht falsch. Aber es ist halt genauso wenig falsch, wie es beeindruckend ist. Nämlich gar nicht. Bam! Spiegeltrick. Taubsi beißt zurück. Ja. Er mit dem Schnabel so ins Ohr gezwickt. Aua. Tut bestimmt trotzdem so ein bisschen weh. Hurts only a little. Ja, der Rucksack macht dann durchaus mehr Schaden. Dann hättest du vielleicht gleich mit anfangen sollen, Taubsi. Na, ist egal. Hast dich ganz gut geschlagen oder so ähnlich. Und jetzt kommt Pikachu. Mensch. Der kriegt richtig. Pikachu ist sogar ein weibliches Pikachu. Sieht man am Herzchenschwanz. Ich habe einfach immer noch so viel Sonnenbrand auf meinem Charakter. Das stört uns nicht. Doppelteam? Auch bitte nicht. Fang doch jetzt nicht damit an. Fang doch jetzt bitte nicht damit an. Das kann richtig nervig werden. Wird's aber nicht. Ha! Besiegt! Pikachu. Oh nein. Tempest kriegt 90 EP, der Rest auch. Dabei sind es doch Pokémon von Welt. Ja. Alle Pokémon sind Pokémon von Welt, außer du hast sie im Weltraum gefangen. Alle außer Deoxys. Oh nein. Klein Timmy will jetzt auch noch kämpfen. Ich bin total im Pokémon-Fanat. Du auch? Ich auch. Alles klar, Klein Timmy. Dann zeig mir, was du hast. Ich hoffe nicht ein Taubsi und ein Pikachu. Ein Mankey. Siehst du, das ist doch mal eher eine Ansage. Mankey. Okay, dann machen wir jetzt mal Spanky bei deinem Mankey. Machen wir Glut. Machen wir mal erstmal Glut. Da muss ich jetzt nicht extra mal eingraben. Macht ja auch ein bisschen Schaden. Und du hast nicht mal getroffen, Mankey. Das ist schade. Dann gluten wir einfach mal ein bisschen weiter. Kratzfurie. 1, 2, 3. Oh, 3, das ist nicht so schlimm. Nochmal Glut und dann war's das. Entschuldigung, Mankey. Hast aber gut gekämpft oder so ähnlich. Eher so ähnlich. Pipe. Brot erreicht Level 24. Safcon erreicht Level 6. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Er ist schon ein ganz großer Junge.
Du nicht, Liam. Nur Safcon. Du nicht. Der ist schon 6, du bist erst 4. So, was haben wir hier? Ein Paraheiler. Hey, hey. Und du, Moni? Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt. Akani durchlöchert das ganze Schiff. Macht ja nichts, wir müssen ja da nicht mitfahren. Wir sind ja nur für die Party hier. Die schon vorbei ist übrigens. Das ist ja das Dümmste dran. Die Party ist einfach vorbei, wenn man hier ankommt. Hallo, Herr Gentlemann. Psst, ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket dicht auf den Fersen. Ja, ich bin bei Team Rocket Mitglied. Tschüss. Ja gut, dann hatten wir auch mal ein interessantes Gespräch hier. Kann ich hier mal hochgehen? Na, was gibt's denn hier? Da steht noch so ein Matrose. Ach, hier bin ich glaube ich sogar richtig, ne? Ich glaube, hier muss ich lang. Aber wenn ich da lang muss, dann gehe ich erstmal nicht lang. Dann gehe ich erstmal hier runter. La 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 la. Ist hier die Suppenküche? Ja, die Suppenküche! Na, schnipp, schnipp. Ich schäle hier Tag ein, Tag aus Kartoffeln. Schnipp, schnipp. Da ist wohl nix. Und du? Was schälst du? Ein Minipilz. Wolltest du den nicht mehr essen? Schnief, schnief. Ich schäle hier Tag ein, Tag aus Zwiebeln. Kennst du Relaxo? Seines Zeichens Feinschmecker-Pokémon. Es gibt kein anderes Pokémon, das so viel frisst und schläft. Beachtenswert. Da wird man ja fast neidisch. Das sieht aber lecker aus, was die hier machen. Ich bin die Chef de Cuisine. Der heutige Hauptgang ist Whirlpool Sushi. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Hey, willst du meinen Waller klein schneiden? Oh, das sieht lecker aus, diese Obstplatte hier. Willst du kämpfen? Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also stürm mich bitte nicht. Eine Glosche bewirkt, dass die angerichtete Mahlzeit länger warm bleibt. Gloschen sind diese silbernen Metallhauben, die man über den Teller stülpt. Aber das wusstest du bestimmt schon. Hey, aus dem Weg, du Leichtmatrosin! Oh, da liegt noch was. Hallo? Eine Sprühdose Superschutz. Nett. Und was haben wir hier noch? Einen Mülleimer, ohne alles. Na, macht nichts. Dann will ich euch mal nicht nerven, liebe Köche. Wir haben noch andere Leute zu verprügeln. Zum Beispiel ihn hier. Nee, der hat keine Lust. Aber in der oberen Etage ist noch Luft nach oben. Nicht wahr? An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes befinden sich Trainer aus aller Welt. Einfach jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir in einem Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn die das so machen. Und was ist hier? Na? Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Vielversprechenden Talenten zeigt er sogar, wie man die geheime Technik Spaltschnitt meistert. Spaltschnitt. Damit kann man Kartoffeln in zwei Hälften teilen. Oh. Evoli! Was hast du gefunden? Hevo ist ganz aufgeregt. Hevo will sich offenbar weiter vorne auf dem Schiff umsehen. Oh, na klar machen wir das, Hevo. Aus dem Weg. Ich sagte aus dem Weg! Hevo hat was gesehen. Wirst du an Bord etwa seekrank? Nein, ich will einfach nur mit Hevo nach vorne auf die Liege. Mein Evoli hat auch Bedürfnisse, Heintje. Und die hast du zu respektieren. Du und dein Europ. Es ist echt nicht gut, auf so einem Schiff ein Feuer-Pokémon vorne zu haben. Es ist durchaus belastend. Dann gehen wir mal wieder rüber. Mal Brot. Brot! Mal rein mit dir. Das hätte auch mehr Schaden machen können. Hat es aber nicht. So, Flügelschlag. Sepp. Ein Volltreffer. Und nicht Heuler. Du Rob. Weißt du, wir wollen heute auch noch fertig werden. Hast du das mitgekriegt? Hast du das Memo nicht gekriegt? Eissplitter? Das mal nicht nochmal, bitte. Das war jetzt nicht so. Bitte, das ist nicht so die beste Idee. Okay, Jurob, Entschuldigung. Brot kriegt EP, Tempest kriegt EP und die anderen auch. Als nächstes mach Hollow. Oh, das ist schön. Da kann man die Gunst der Stunde ja mal nutzen, um einmal Ruheort einzusetzen. Brot setzt Ruheort ein. HP vom Brot wurden aufgefüllt, um die Hälfte. Das ist sehr effektiv. Warum auch immer das jetzt sehr effektiv ist, das sollte doch eigentlich sehr effektiv auf den Normaltyp und nicht sehr effektiv auf den Flugtyp sein, oder bin ich da gerade falsch? Jetzt war es auch nicht... Wieso war das eben sehr effektiv und danach nicht mehr? Das war irgendwie seltsam gerade. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tja, das hast du wohl nicht. Das hast du wohl nicht. So, Evoli, was gibt's jetzt hier Schönes?
Oh. Oh, das ist niedlich. Ich muss mal ganz kurz auf dem anderen Controller, wenn der an ist, den Screenshot-Knopf drücken. Weil das ist echt niedlich. Hevo und du blickt zusammen auf das endlose Meer hinaus. Hevo sieht sehr glücklich aus. Oh. Oh, mir ist total übel. Ich hatte gehofft, etwas frische Luft würde vielleicht gegen die Seekrankheit helfen. Wieso werdet ihr seekrank, wenn das Schiff noch im Hafen steht? Das wackelt doch nur so ein bisschen, aber... ja. Manche Leute sind echt Flachbrüste. Na? Hey du, wie wär's mit einem Kampf gegen einen Matrosen? Na, da hatten wir noch kaum welche von, dann mach mal. Dann zeig mal. Klaas. Na Klaas? Mit deinem Quapsel? Können wir nochmal einen Scharnierer fangen gehen, dann kriegen alle unsere Pokémon nochmal 20 Level-Ups. Los, Tempest! Wollen wir mal Leben am Limit machen, mit Tempest gegen den Wasser-Pokémon kämpfen? Okay, jetzt Schaufler. Na Klaas, das kannst du dann reparieren, das Schiff. Okay, ich hoffe einfach, das reicht. Das reicht wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, nicht Hypnose. Tempest schläft. Wie reizend. Dann wechseln wir doch mal. Und zwar auf Hevo. Hevo ist noch steinwach. Steinwach, ja. Steine sind noch sehr wach. Ich würde knallwach sagen. Hier, steinwach. Hevo! Hevo reagiert blitzschnell auf einen Warnruf. Oh nein! Hevo hat diese ganzen Freundlichkeitspunkte gekriegt, weil ich so viel gestreichelt habe. Das ist... ja, 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 wir sind so schlau. Habt ihr Trudi gerade gesehen? Die war richtig so, hey, hey, ja, ja, da habt ihr jetzt nicht mit gerechnet, dass Hevo so gut reagiert. Sehr schön, Hevo, ich bin sehr stolz auf dich. Und dann erhalten auch Erfahrungspunkte und Safkon erreicht Level 7. Du bist überraschend stark. Oh ja, das sind wir. So, was ist mit dir los? Sperrstunde, die Party ist so gut wie vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Sperrstunde? 3 Sanana-Bären. Ich kann die einfach von den ganzen Tischen hier mitnehmen, wenn ich was sehe. Ich auch hoffen. Hier auch. Aber da liegt doch ganz viel Zeug. Kann ich das nicht haben? Das ist noch so ein geiler Cocktail. Hier oben liegt auch noch Zeug. Lass mich mal durch hier. Ich will das doch nur haben. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, ohne Besen wird es auch schwer, ne? Ohne Besen wird es auch schwer. Ich werde Hevo noch mal ein bisschen streicheln. Ich meine, das war eben sehr schön, dass du einfach ausgewichen bist. Ah! Hevo blickt in die endlosen Weiten der tiefblauen See. Ach, du bist so niedlich, Hevo. Wie könnte man dir jemals wegen irgendwas böse sein? Hevo ist hinterhältig. Stand in der Beschreibung. Ja, du bist sehr hinterhältig, ne? Ein sehr hinterhältiges Evoli bist du. Ja. So ein gutes Evoli. Hier, komm, wir haben gerade ein paar Ananas gefunden. Da kannst du auch eine von haben. Hier, bitte. Eine ganze Ananas. So ist das gut, ne? Das magst du. Hm? Oh ja, das sah gut aus. Ich glaube, das war schön. Da hat es gerade nochmal so ein schönes Herz hingekriegt. Hm? Was können wir denn mal machen? Was können wir denn mal machen? Könnte man Arcani von vorne wegnehmen, aber ich will Arcani leveln. Es schläft. Ja, es ist. Ich muss es mal aufwecken. Moment. Vielleicht haben wir noch so einen Aufwecker. Haben wir sogar einen. Ein Spray, das Pokémon aufweckt. Ja, meint ihr Wasser? Meint ihr zufällig Wasser? Haben die mir für, was weiß ich, wie viel Geld Wasser verkauft? In so einer Sprühflasche. Ich meine, so Sprühflaschen Wasser ist schon ziemlich geil. Von Leute anspuren, so pssst. Okay, okay. Jetzt hier noch. Unten sind noch mehr Pokémon. Trainer. Keine normalen Pokémon, glaube ich. Hallo, na? Auf meinen Reisen ist mir ein riesiges, großes, kugelrundes Pokémon begegnet. Ich bin schon viel herumgekommen, aber ein Pokémon wie dieses, das den ganzen Tag schläft, ist mir neu. Das war wohl Relaxo. Den haben wir auch schon gefunden. Hallo? Na? Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Ja, was hast du denn an Land gezogen? Hast du aus deinem Fenster rausgeangelt oder was? Egon. Ja, das ist auch... Die Angler sind irgendwie ganz schön Panne hier. Carpador. Okay, Tempest, das schaffst du ja wohl alleine, oder? Hätte ich das gewusst, dass der ein Carpador hat, hätte ich gar nicht den Aufwecker benutzen brauchen. Hätte ich jetzt einfach so lange Biss spammen können, bis er aufwacht. Hopp. Tackle. Oh nein. Das hat ja fast Schaden gemacht. Wie kannst du es eigentlich wagen? Oh Mann, Tempest ist so wunderschön. Ich liebe ihn.
Tempest, du bist das Beste, was uns hier passiert ist, nach unserem Evoli. Das Spiel ist so gut, ich weiß gar nicht, wie die Leute das hassen können. Ich meine, klar, wir fangen die wilden Pokémon wie in Pokémon Go, aber die Kämpfe sind doch alle noch ganz normal. Man macht hier das ganz normale Pokémon Rot und Blau Spiel. Mehr oder weniger, das Fangen ist halt jetzt ein bisschen anders, aber das ist doch voll in Ordnung. Außerdem hat man dann nicht diese ganzen Random Encounter. Und die Pokémon sehen einfach so gut aus und man kann sie rausholen, damit sie mit einem rumlaufen und das ist alles so cool. Aber Arcani kann hier im Schiff nicht raus, ne? Deswegen könnten wir vielleicht mal irgendwie Safcon rausholen. Ich meine, der kann ja wenigstens mitkommen, oder? Da ist er. Da ist er. Na? Safcon genießt es, an Bord des Schiffes zu sein. Ach, Safcon. Der genießt wahrscheinlich alles im Leben. Der ist es nicht gewohnt, dass Leute ihm Aufmerksamkeit schenken. Er ist ein bisschen depressiv was mit dem halbgeschlossenen Auge. Wer die geheime Technik Spaltschnitt meistert, der kann den Sträuchler keinhacken. Ja, ja. Und du? Ich habe schon Leute gesehen, die auf Pokémon übers Wasser gereist sind. Ja, ja. Interessant, mein Freund. Interessant. Ah, hier. Ist der Gentleman's Club. Geht's euch gut? Krieg ich noch ein bisschen Geld von denen. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich fit. Na dann mal ran. Dann mal ran, Kollege. Wie er aussieht, das muss ich mal festhalten. So. Mit seinem Zwirbelbärtchen und seinem fiesen Grinsen. Smith. Und seinem Ponita. Immerhin. Ja schon, diese Gentlemen stehen so richtig auf Feuer-Pokémon, auf elegante Feuer-Pokémon. So Arcani, Galoppa, das ist so deren Ding. Ja, dein Ponita. Und das Gute daran ist, dass man dann halt meistens hier einfach mit Schaufler gut ankommt. Also ran. Dann auch noch den Teppich mit kaputt machen, weißt du? Reicht nicht, dass wir das ganze Schiff zerlegen. Nein, wir müssen die Inneneinrichtung auch noch komplett zerstören. So ist richtig. Nein, ich habe meinen Safcon nicht Safran genannt, aber weißt du was? Das können wir gerne machen, Becky. Wir können Safcon gerne Safran nennen. Ist halt bloß ein bisschen seltsam, wenn es sich dann gleich entwickelt zu Smetbo. Aber ihr könnt es dann immer noch umbenennen. Aber Safcon heißt jetzt gleich Safran, das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Wie wär's, wenn du jetzt mal krittest, dann kann er nicht nochmal Top-Genesung machen. Dann merkst du erstmal, wie viel Geld der haben muss, dass er für so einen Level 18 Ponita erstmal Top-Genesung schmeißt, anstatt einfach einen Supertrank. Ja. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Mal wegbeißen hier. Hey, hey, Tempest weg EP. Okay, Smith, das war ein guter Kampf, da fühlt man sich gleich jünger. Siehst nicht so aus, als wenn du dich jünger fühlst. Du siehst eher so aus, als wenn du gerade irgendwie irgendeine Herzkrankheit hättest. Das ist vielleicht nicht ganz so gesund, aber vielleicht verwechselst du das auf deinen alten Tagen auch mal. So, machen wir die normalen Tränke weg. Dann haben wir das hier schon mal. Können Brot auch noch mal ein bisschen heilen. So, ist das gut. Die Supertränke brauchen wir vielleicht noch mal, wenn wir die im Kampf einsetzen wollen irgendwann. Hallo. Na, stark oder seltene Pokémon? Sehen wir doch mal, worauf du mehr Wert legst. Wie wär's mit starken und seltenen Pokémon? Ich habe einen Arcani. Parker. Mit Sandern. Hm, nicht schlecht. Ich mag Sandern. Wir brauchen noch dringend einen Sandern. Das müssen wir uns wohl ertauschen. Okidoki. Tempest? Glut. Boah, wie niedlich das war jetzt gerade auf sein Gesicht reingesuppelt. Ich muss, glaube ich, im Kampf einfach mal ein paar mehr Screenshots machen. Weil es gibt echt so viele niedliche Animationen. Wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen keine Inputs macht, sondern einfach mal ein bisschen wartet. Jetzt, Moment. Dann gibt es einfach diese ganzen Zooms. Sandern und... Oh, das ist so schön. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben mit den Animationen, wie sauer er hier ist. Oh Mann. Oh, und Tempest schüttelt sich. Okay, Tempest, mach Glut. Sehr schön. Ah, hat sogar gereicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Level 18. Kriegst du auch eine neue Attacke? Ich bezweifle das. Der Angriffswert geht ziemlich steil hoch. Wir sollten vielleicht physische Attacken nehmen für Arcani. Das war ja auch der Nachteil von Arcani in späteren Generationen. Der war nicht mehr gut, weil der, glaube ich, einen hohen Angriff hatte, aber nur Spezialangriffsattacken lernen konnte oder sowas. Chapeau, sagt er. Na, immerhin. Ja, ist doch stolz auf uns. Ist mir egal, ich mag Arcani trotzdem. Ein Nugget. Und deswegen werden wir es auch benutzen. Ist ja nicht egal, dass wir die ganz starken Pokémon haben. Ich will einfach benutzen, was ich benutzen will. Und dann ist gut. Muss ja nicht immer das Beste vom Besten sein. Hallo. Na? Hast du schon mal den Go-Park bei Fuxania City besucht? Es gibt doch viele seltene Pokémon zu sehen. Lass mich raten, alle Pokémon, die man aus Pokémon Go rübertauscht. Mein Papa und ich finden den Go-Park total superklasse. Ich will am liebsten gleich wieder hin. Hier gibt's keine Safari-Zone, hier gibt's den Go-Park. Ah, muss ich ja wieder Pokémon Go installieren und spielen, hä?
Ich habe vorhin den Kapitän gesehen, er sagte, ihm sei übel, er war kreidebleich. Anscheinend werden mehr Leute seekrank, als man denkt. Ja, wenn das der Kapitän ist, dann ist das vielleicht nicht ganz so günstig. Aber was weiß ich schon. Hey, Trudi! Oh nein. Da oben ist die Kabine des Kapitäns. Wenn du ihn fragst, bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Gerade sah er leider nicht so gut aus, er scheint seekrank zu sein. Aber du solltest ihm trotzdem einen Besuch abstatten. Ach ja, bevor du hochgehst, lass mich eben noch überprüfen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Ach, Bootleg. Tut denn das Not, dass du mir jetzt hier Stress schiebst? Wie er aussieht, ey. Bootleg ist der Allerschlimmste. Mit seinem Muscle-Shirt. Ein Tauboga hat er, ja? Da kann ich gar nicht Schaufler spammen. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Welches Level bist du? 20. Ah, vielleicht kann ich ihn anzünden. Probieren wir es mal. Glut! Das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich erwartet habe. Na, was heißt, wie ich erwartet habe? Also eigentlich macht Glut ja allgemein nicht so viel Schaden. Ihr bräuchte halt mal einfach eine stärkere Attacke für Tempest. Also wird es ein reger Schlagabtausch hier. Glut! Jetzt brenn doch mal. Tut er nicht. Ist, glaube ich, auch nur eine 10%ige Chance, aber trotzdem. Darf er gerne mal anfangen zu brennen. So, Tauboga. Das war's für den Supertrank. Bootleg, ist das dein Ernst? Wir machen hier ein faires, tolles Match zwischen Freunden und du schmeißt einen Supertrank? Ich meine, er ist zwar nicht Pokémon-Trainer Blau, aber was Bluso kann, das können wir auch. Einfach so drauf jieten. Ja, fang! Heilen! Geil! Okay. Dann das Ganze wohl nochmal von vorne, Bootleg. Wenn du meinst, dass das so wichtig ist, dann mal ran. Och ja. Und jetzt kommt er mir so. Jetzt kommt er mir wieder so. Und deswegen bist du kein anständiger Pokémon-Trainer, Bootleg. Weißt du was? Dann regeln wir das doch einfach mal unter Broten. So, los Brot. Können wir gerne mal drüber reden, wie das hier funktioniert. Flügelschlag, ja. Du hast es drauf angelegt, Bootleg. Das ist jetzt alles deine Schuld, was ab hier passiert. Ist das dein fucking Ernst? Ein HP. Ein Volltreffer. Der will jetzt echt Stress schieben, der Gute. Okay, jetzt aber weg damit. Der macht mir hier echt Stress. Das ist nicht schlecht. Aber ich muss sagen, die wehren sich. Das ist gut. Die wehren sich und das ist in Ordnung. Als nächstes Pikachu. Da würde ich sehr gerne wechseln. Vielleicht mal wieder auf Tempest. Der hat ja immer einen Schaufler. So, zurück mit Brot. Der stirbt sonst noch. Da ist Tempest. Haha. Und das ist ein Pikachu. Ja, es tut mir auch echt leid, Bootleg. Aber Pikachu ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er so besonders stark ist. Er ist halt nur schnell. Das war's. Ende. Ich hoffe, ich one-hitte ihn. Einfach weg mit Pikachu. Wie er geguckt hat. Was? Weg mit wem? Ja, mit dir. Der lebt doch noch! Ich mach am besten gleich nochmal Schaufler. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, der schmeißt doch jetzt bestimmt noch einen Supertrank. Nee, macht er nicht. Erschreckenderweise. Der spammt einfach nur Donnerschock. Das ist ja wie Ash! Bootleg ist Ash confirmed. Hat er keine anderen Attacken? Kann sein Pikachu nur Donnerschock. Du musst doch auch noch irgendwas anderes können. Bootleg. Als nächstes Mirapla. Oh, das könnte jetzt etwas ungünstig für dich ausgehen, mag man meinen. Aber naja, was weiß ich schon. Mach mal Glut. Ich habe auch keinen Schaufler mehr. Beep. Der hält ganz schön was aus. Meine STAB von einem entwickelten Pokémon und macht nicht mal Hälfte Leben Schaden. Mirabella hat wahrscheinlich eine gute Spezialverteidigung. Kann das sein? Das kann wohl sein. Lass das jetzt mal. Ich möchte nicht, dass Tempest noch stirbt. Ist ja auch noch... Ah ne, nur gesenkt, nicht vergiftet, ne? Okay. Dann aber jetzt mal weg. Hopp. Der schiebt ganz schön Stress, der Gute. Bootleg wurde besiegt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja doch, Bootleg kann. Ich habe mein Evoli nicht mal benutzen müssen. Du hast wirklich schwer was auf dem Kasten, Trudi. Naja, das Leben geht weiter.
Also los, geh zum Kapitän und lass dir seine geheime Technik beibringen. Bis später. Oh nein, er wird langsam traurig, dass ich ihn immer wieder besiege. Hallo, Herr Kapitän. Hallo. Hi. Bäh, mir geht's gar nicht gut, ich bin sick. Bäh. Und so einen richtigen Mülleimer von Straßenrand mitgenommen, dass er reinkotzen kann. Du zeigst dem Kapitän, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. Das hat mir meine Mom beigebracht. Die hat nämlich immer Yoga gemacht, anstatt zu arbeiten. Deswegen haben wir heute keinen Strom mehr. Einatmen, ausatmen. Puh, vielen Dank, da geht's mir um Welten besser. Wir massieren jetzt nicht mehr seinen Rücken, sondern... Wir schrubben nicht mehr seinen Rücken wie im Original, sondern wir zeigen ihm irgendwelche Entspannungsübungen. Was sagst du da? Du bist hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen. Den Gefallen tue ich dir natürlich gern. Komm doch mal hier rüber. Hehe, sieht so aus, als wolle auch dein Evoli die geheime Technik unbedingt erlernen. Tut mir leid, Kleines, aber nur Menschen können geheime Techniken lernen. Du lässt nicht locker, was? Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik lernen will, ist mir noch nie untergekommen. Dein verwegener Weg sagt mir, dass du es wohl ernst meinst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde diesem Evoli meine unschlagbar geheime Technik beibringen. Komm doch mal bitte hier rüber. Du machst doch jetzt nicht deinen Fikus kaputt, oder? Schau mir gut zu. Ach du Scheiße. Einfach sein Fikus zersäbelt. Hevo hat die geheime Technik Spaltschnitt erlernt. Ja, versenk mich doch. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Es hat die geheime Technik Spaltschnitt erlernt. Es hilft dir dabei, Sträucher aus dem Weg zu schaffen. Probier's doch einfach mal an einem Strauch aus. Ich zersäbel jetzt einfach alle Büsche in Orania City, dann werde ich festgenommen. Jetzt, wo es mir wieder besser geht, wird es langsam Zeit für die Arbeit. Die MSN sticht nämlich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Pass bis dahin gut auf dich auf. Der will mich bestimmt gern wiedersehen. So, jetzt wo wir Spaltschnitt haben, können wir auch alle Büsche kaputt machen, ohne direkt jedem Idioten Zerschneider mit 20 Angriff beizubringen. Ist das nicht schön? Das ist die Moderne, Kinder. Heute sind wir hier. So, dann mal runter. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell durch den Diktatunnel. Und Major Bob machen wir dann beim nächsten Mal. So, ich gehe mal hier rein. Hallo. Dürfte ich vielleicht mal heilen? Sehr schön. Oh, entschuldige, war das zu aufdringlich? Nein, nein, alles gut. Vielleicht entwickeln wir unser Safcon sogar dann noch. Dann können wir zuschauen, wie das Schiffchen wegfährt. Töte! Das ganze Konfetti auch noch. Ich muss mal ein paar Screenshots machen. Ich finde das echt schön. Hey, Wovo, tschüss! Ah, Evoli ist richtig glücklich. Das macht mich richtig glücklich. Ja, das macht mich glücklich, wenn Evoli glücklich ist. Ich liebe dieses kleine Evoli einfach so. Tut mir leid, Safcon, du bist jetzt... Ne, ich meine, wir hatten dich draußen, weil das hier ging nicht. Aber tut mir leid. Das hier ist halt schon mal um Welten geiler als Safcon. Schöner Screenshot. Hallöchen. Na? Ach, verflixt. Oh nein, ist das... Das ist sie doch. Die kennt man doch. Hm? Ich war so daran vertieft, Zeichnungen vom Meer anzufertigen, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Dass ich gar nicht bemerkt habe, wie mein Schiff in See gestochen ist. Und was machst du jetzt? Hm. Naja. Ich schätze, dass ich wohl noch ein Weilchen bleiben werde. Die Farbe des Meeres hier in Kanto hat es mir wirklich angetan. Cameo-Auftritte. Vielleicht wird sie später noch wichtig. Was ist denn mit ihm los? Hey, hey! Zwinkert er mir einfach noch zu, der alte Schlingel. Kann er vergessen, ich gehe in den Diktatunnel. Tschüss. Vertania Waldmusik. Ich bin schwer beeindruckt. Diktor sollen diesen langen Tunnel gegraben haben. Dann mal runter. Ja, für den Tunnel ist das mit Arcani vielleicht auch wieder so ein bisschen ungeeignet. Dann. Valla. Komm, Valla. Da ist ein Diktor. Guck mal, den können wir gleich mal fangen. Yeah! Diggida! Diggida! Okay, Diktor. Digge. Gut. Okay, Diktor, du kommst mit. Wir brauchen Diktors. Nein! Ich sagte, wir brauchen Diktors, nicht hau ab, Diktor. Wir brauchen dich doch. Komm, das war doch ein einfach fabelhafter Wurf. Ich finde gar nicht, dass ihr mich da so kritisieren solltet. Ich fand das gut. Digge. Dick da. Meine Güte. Na, das war zu spät. Komm schon. Digge.
Sehr schön. Dicta wurde gefangen. Hätten wir auch mal einen Dicta. Bip, bip. Level 9 für Safcon. Ein Level noch, dann haben wir einen Smetbo. Digga, digga, digga. Dicta. Für Dicta gibt es einen neuen Eintrag. Dicta bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf. Kommt aber auch oft in Höhlen zum Vorschein. Eine Maulwurst. Ich finde Dicta richtig niedlich. Oh, da ist ein Trainer. Oh, was ist denn mit dir los? Die Dicta waren in letzter Zeit etwas übereifrig und haben so viele Löcher gegraben, dass man den Tunnel nicht mehr sicher durchqueren kann. Wir füllen die Löcher gerade auf, aber es wird noch eine Weile dauern. Warum vertreibst du nicht die Zeit in der Arena? Oh. Ich wollte doch hier nur kurz mal kurz... Na ja, gut, dann ist das auch egal. Dann habe ich immerhin schon mal einen Dicta gefangen, ne? Na komm, Walla, dann verprügeln wir jetzt Major Bob. Der wollte's ja nicht anders. Dann kriegt der halt heute doch noch. Lass mich durch. Howdy, zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Hier geht's zur Arena von Urania City, aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Für dich und Evoli sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier's doch mal. Na klar. Möchtest du die geheime Technik spalten? Na klar. Nice. Fabelhaft, dein Partner hat den Strauch mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht euch nun offen und du darfst dich offiziell an ihr versuchen. Dankeschön. Ich werde drinnen auf dich warten. Richtiges Arschloch mal wieder, ne? Wie, dass ich Zeug tue. Arenaleiter Major Bob. Ein Blitz am Himmel des Militärs. Die ganzen leeren Ölfässer da. Für wen hält er sich? Geiler Street Fighter? Die ganzen Zuschauer sitzen da auch noch. Da hinten steht er. Hey, hey! Ja, gleich mal die Zulassung gekriegt hier. Was ist denn das hier für eine Mülltonne? Ein roter Abfalleimer. Hier ist nichts, bloß Abfall. Mir ist egal, was für ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Ich mach dich gleich mal fertig. Pass mal auf, Matröschen. Dann lass du nicht mehr maten. Magnetilo, was soll denn das jetzt maten, ne? Denkst du wirklich, du hast eine Chance gegen Tempest? Das bezweifle ich aber stark. Oh, Level 22 ist aber schon eine Hausnummer. Machen wir mal Glut, das ist ja auch sehr effektiv. Jupp, dann noch ein zweites Mal. Ach komm. Twitter-Entchen! Piep, piep. Da sind sie. So, jetzt aber. Komm, das schaffen wir auch trotz Verwirrung. Ich weiß, dass Tempest schlau und stark ist. Ja, dann geht das. Da können uns selbst die Twitter-Entchen nicht aufhalten. Magnetilo, du bist besiegt. Piep, piep. Piep, boop, piep, boop. Du hast mich ganz schön überrascht. Ja, so ist es eben, ne? Major Bob hat die Tür doppelt abgesichert. Ein Tipp? Wenn du den ersten Knopf gedrückt hast, musst du den zweiten direkt im Anschluss drücken. Der zweite Schalter befindet sich übrigens direkt neben dem ersten. Direkt neben dem ersten. Als ich noch in der Armee gedient habe, war Major Bob mein Vorgesetzter. Bei seinem Training ging es immer Schlag auf Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann. Aber Major Bob sieht doch aus, als wäre er so, was weiß ich, 30, 40 und du siehst aus, als wärst du... Naja... Ein bisschen älter. Wie kann das denn sein? Pikachu. Man hat auch keine Rentner in der Armee, oder? Also nicht so... Gut, vielleicht war der auch in so einer Abteilung, wo dann eine Verwaltungsabteilung oder so. Vielleicht hat er gar nicht richtig gedient, ne? Vielleicht war der ja in der Verwaltung, der Major Bob. Wissen wir es? Wir wissen es, glaube ich, nicht. So, Schaufler. Ich liebe es, dass Pikachu so schwach ist. Pikachu. Stopp, du bist zu gut. Tja, das bin ich wohl. Die Barriere will einfach nicht verschwinden. Dann leg dir ins Herz, den Abfalleimer neben dem blauen Abfalleimer zu durchwühlen. Ah. Oh. Also, Moment. Du meinst, hier? Ein Schalter. Betätigt. So, einer ist aus. Und dann direkt daneben, also direkt mal den neben ihm hier, ne? Hier ist nichts mit Abfall. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, hier nochmal hier. Puh, die sind fest jetzt. Das ist ganz gut. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher, wo sich das immer zufällig verteilt hat. Und dann vielleicht den hier. Nichts, nur Abfall. Wahrscheinlich hier. Und dann aber bloß nicht in den anderen. Warte, was willst du denn jetzt? Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber ich bin im Umgang mit Elektrizität ein Profi. Ja, ja, da habe ich hier einen Platz gesichert in der Arena.
Du hast Matsurika komplett übersehen. Donner auf Level 30 ist normalerweise 41, 42. Ja, das ist ja halt ein bisschen gerechter, ne? Wenn man auch ein bisschen stärker wird. Ich glaube, das ist einfach, damit dein Pikachu in deinem Team noch mithalten kann am Anfang. Lichtschild? Denkst du wirklich, das hilft dir gegen Schaufler? Glaube ich nämlich nicht. Bip, bip. Sag mal, reingraben in den Voldeball. Ach. Weißt du, der hat einfach so schlechte Lebensentscheidungen getroffen. Weißt du, der macht erst Lichtschild, wenn ich physisch angreifen will. Und dann macht der Finale, während ich Schaufler eingesetzt habe. Respekt an die Attacke. Das kannst du gleich nochmal versuchen. Schau, ob du das nochmal so schön hinkriegst. Sternschauer, oi. Kannst du nochmal Finale machen, während ich eingegraben bin. Na, wie wär's? Nee, der versucht jetzt Sternschauer zu spammen. Finale ist aber auch so eine blöde Attacke. Ich meine, da hat er ja nichts von. Sein Pokémon wird ja auch besiegt dadurch. Er kann maximal 1 gegen 1 tauschen. Egal, Safran erreicht Level 10. Ein Kurzschluss. Naja, macht nix. Dafür entwickelt sich jetzt unser Safcon. Bom, 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 bom. Yeah. Komm schon, Schmetterling, 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 Schmetterling. Jawohl. Safcon wurde zu einem Smedibo. Sehr schön. Für Smedibo gibt es einen neuen Eintrag. Da die hochgiftige Staubschicht auf seinen Flügeln wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen umherfliegen. Aber hochgiftig, das müssen wir noch betonen. Und er lernt Windstoß. Yay, Windstoß. Ein Hoch auf Windstoß. Okay, hergehört. Neben dem roten Abfalleimer würde ich nicht nach einem Knopf suchen. Ach so, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also ist hier ein Schalter. Und dann direkt daneben und diagonal daneben ist bestimmt auch doof, deswegen ist hier wahrscheinlich der zweite. Ja. Schauen Sie mal, Major Bob. Ich bin gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Die Barriere ist verschwunden. Da britzelt gar nichts mehr. So. Dann schmeißen wir was Mapbo erstmal nochmal aus dem Team. Der war ja bloß jetzt dafür da, dass wir den Pokédex-Eintrag kriegen. Also aus dem Team entfernen. Und tauschen wir gegen... Wen nehmen wir erstmal rein? Wen nehmen wir erstmal rein? Wen nehmen wir erstmal rein? Den Anton? Nee. Alola Kleinstein. Ich meine, Alola Geowatz hat schon was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den tauschen muss, damit er sich entwickelt. Das ist also problematisch. Können wir auch erstmal Bisasam reinnehmen sonst. Ach, verflixt. Ich habe wieder vergessen, auf ins Team zu nehmen, noch zu klicken. Okay, Bisasam, komm mal rein. Dann können wir... Hallo, Major Bob. Ich bin hier. Willkommen in der Arena von Urania City, Rekruten. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du will den Major herausfordern? Haha, du hast ganz schön Mumm, mit deinem halbgaren Team gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekruten. Oh, der will Stress. Der will richtig Stress. Arena-Leiter Major Bob fordert dich heraus. Mit einem Voltoball. Wie stolz er auch noch ist. Okay, Tempest. In dem Moment, wo das Arcani rauskam, hat er sich bestimmt gedacht, oh, die ist vielleicht doch nicht so scheiße. Aber das Voltoball ist Level 25, Arcani ist nur Level 17. Also so viel zu, ich bin overleveled, ist glaube ich nämlich gar nicht mehr. Die rechnen glaube ich damit, dass ich mehr wilde Pokémon fange. Sollte ich vielleicht nochmal tun, wenn er mit Level 25 Pokémon hier direkt auffährt. Dann sind die nämlich doch gar nicht mehr so schwach hier alle. Dann ist jegliche Kritik, die man jetzt an dem Spiel haben konnte, hinfällig. Wirklich. Mit Donnerblitz und Level 25, da kann man nicht meckern. Wirklich nicht. Okay, komm schon. Komm schon, wir besiegen dich jetzt. Soll ich vielleicht einfach mal mehr wilde Pokémon wieder fangen? Ich habe das extra gelassen, weil ich dachte, ich overlevel zu viel, wenn ich das mache. Aber scheinbar ist das Spiel darauf ausgelegt, dass ich es tue. Und das ist okay. So, Voltoball ist besiegt. Die anderen kriegen auch EP. Hornbach erreicht Level 24. Waller Level 19. Als nächstes gibt es einen Magnetilo. Da wechsle ich mal. Auf Hevo. Hevo darf auch mal ein bisschen was reißen. Ah, jawohl. Magnetilo. Dann zeig doch mal, was du drauf hast, Hevo. Flackerbrand. Oh, das hat nicht ganz gereicht.
Aber weiter so. Er brennt! Er brennt! Oh, nicht Donnerblitz. Das hat erstaunlich viel Schaden gemacht. Wobei, geht eigentlich. Der Lichtschild hört auf zu wirken. Ach so, wegen Lichtschild war das wahrscheinlich nicht so gut, hä? Dann machen wir es halt nochmal, komm. Flackerbrand! Absturz für Magnetilo. Hat er jetzt noch einen Raichu kommen? Als letztes müsst du noch einen Raichu haben. Ansonsten bist du nicht mein Major Bob. Yeah, Level 25. Vielleicht hat er in der Pikachu-Edition einen Raichu und hier nicht. Das kann ja sein. Ja, ein Raichu, perfekt. Zeig ich mal her. Aber kein Alola-Raichu, normales. Machen wir mal Blubsauger. Dann heilen wir uns ein bisschen. Mal schauen, wie viel das heilt. Oh, das geht sogar. Donnerblitz. Oh, nicht von einem Raichu. Das wird wehtun. Na, es geht aber. Wenn ich jetzt weiter Blubsauger mache, dann heilen wir uns ja ein bisschen gegen. Dann geht das sogar. Blubsauger! Evoli, du schaffst das! Oh, war das ein Crit? Ich glaube, das war ein Crit. Nice! Ah, dieser Blubsauger ist schon eine ziemlich starke Attacke. Lässt du mal Hevo in Ruhe, Raichu? Mach nochmal Blubsauger, nicht, dass er jetzt heilt. Macht er nicht. Dass er sich zu fein fühlt, der Major. Schaut ihn euch an. Der heilt nicht. Der kämpft nur. Sanitäter haben wir nicht mitgenommen. Tut mir echt leid, Raichu. Tut mir echt leid. Sehr schön. Alle kriegen EP. Brot erreicht Level 25. Wirbelwind? Ja, nee, danke. Danke, aber nein, danke. Tempest erreicht Level 19. Das ist nett. Dieser Samen Level 13. Dann kriegt da mal ein bisschen was. Oh, nein! What is passiert? In America ist jetzt alles kaputt. Du weißt, wie man Kampf recruiten. Du hast wirklich Talent. Ja, danke. Gib mir Geld her. Gib mir Geld. Ich brauche das dringend. Oh, shit! Yes! Ausgezeichnete Arbeit recruiten. Für deine Leistung verleiht du hiermit den Donnerorden. Stillgestanden. Yeah! Woll! Nice! Du hältst den Donnerorden von Major Bob und das hätte ich gern als kleinen Videoclip. Das war nämlich sehr niedlich. Es war mir ein Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier. Ein Autogramm von Major Bob. Nice. Nicht ganz, was du erwartet hast, ne? Keine Sorge, das ist noch nicht alles. TM36, Donnerblitz. Na siehst du, das ist doch meine eher eine Ansage. Ja, Donnerblitz. Bring sie dein Elektro-Pokémon bei und dir wird jede Mission gelingen. Verstanden, Rekruten? Na klar, Donnerblitz ist auch super. Schauen wir mal rein, ob das bei uns irgendjemand gut gebrauchen kann. Donnerblitz. Zum Beispiel Hornbach. Der freut sich über einen Donnerblitz. Nein, nicht Brot. Brot könnte auch gern Donnerblitz, aber... Ja, der mag Donnerblitz auch, aber nicht, wenn er es abkriegt. So. Welche Attacke soll weg? Welche Attacke soll weg? Wie hoch ist denn dein Spezialangriff überhaupt? Nicht ganz so hoch, ne? Donnerblitz ist ja schön spezial. Aber das ist trotzdem immer noch besser als Hornattacke, würde ich mal behaupten wollen. Wobei 65? Ohne STAB aber, ne? Also, ne, komm weg. 1, 2 und schwupp. Hornattacke weg und Donnerblitz rein. Da sind wir ein bisschen flexibler, wenn wir auch eine gute Elektroattacke im Team haben. So, Walla, du hast es geschafft. Was sagst du, Walla? Du bist der King. Das ist von dir hängen geblieben. Walla! Walla! Yeah, ich hab's geschafft. Hat er mir gerade einen Kuss gegeben? Walla sieht freudestrahlend deinen neuen Orden an. Gut gemacht, Walla. Wir waren nicht stolzer auf dich. Gut. Schick. Aber dann würde ich sagen, speichern wir erstmal. Das ist recht wichtig. So, einmal speichern. Das Spiel gespeichert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute auf YouTube. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Let's Go.